Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Bug Cry 5. Ja, was ist denn da am Ende der letzten Folge passiert, Herr Rage? Da war ein Flugzeug, was ich nicht gesehen habe. Da war ein Flugzeug und war doch keins. Irgendwie. Ja, irgendwie. Ganz komisch. Ja, und jetzt sitzen wir wieder im Heli. So sind wir hier gespawnt. Der Rage ist jetzt Pilot. Keine Ahnung. Dieses Warum? Spiel ist merkwürdig. Dann fliegen wir mal zum Sendenturm und zerstören den mal. Soll er rausspringen oder was? Nö. Mit Raketen drauf ballern. Das zuppelt hier schon ja alles. Was war das für ein Rotz, ey? Ganz ehrlich. Was haben die aus dem Spiel gemacht, bitte? Vor dem Patch gut waren auch Bugs da. Dann stand im Patch Notes, dass die irgendwie. Muss doch nicht daran. Dass die irgendwelche Bugs gefixt haben und dann kommen so viele neue Bugs dazu, die richtig scheiße sind. Oh. Verstehe ich nicht. Was fixen die denn da was? Wie kann denn so ein Spiel noch so kaputt werden und warum fixen die das nicht? Der Patch ist jetzt auch schon 3 Wochen her. Naja, okay. Mal gucken. Keine Raketen mehr. Musst du kaufen L3, R3 gleichzeitig. Und außerdem musst du jetzt noch dich daran. Du musst den erst erreichen. Ich versuche gerade mal ein Dings. Ach nee. Nein! Ich bin ausgestiegen. Och. Ich wollte Sinkflug machen. Du solltest ihn jetzt sehen können. Gleiche Ansage. Rauf da und den Störsender abschalten. Ja. Der Rage ist heute auch noch ein bisschen verbuggt. Was wolltest du jetzt drücken, ihn? Ich wollte Sinkflug machen, wo ich zu hoch war noch. Ja, das macht man mit Kreis, Herr Rage. Viereck ist ja. Im Aussteig. Oh Gott. Was ist da denn los, bitte? Ja, neues Objekt. Ist er jetzt kaputt? Natürlich nicht. Ich konnte ja nicht umsteigen irgendwie gerade. Ich wäre ja gerne auf den Pilotensitz geklettert, aber keine Ahnung, wie das geht. Ist er kaputt? Ne? Ich kletter hoch da. Und er haust da mit der Faust gegen, oder? Nö, ist er, Dings. Ach ja. Ich nehme mir die Gegner vor, die hier noch so einigermaßen rumstehen. Weil der Sniper, der schießt da auf dich. Nö, ich laufe hier rum. Ich bin auch hier am Sendeturm. Ich töte gerade die Gegner hier. Und der Sniper hat auf dich geschossen eben. Ja, so ist das. Das Spiel ist verbuggt. Wir machen Fails. So macht es am meisten Spaß. Aber solche Bugs finde ich dann schon wieder nicht so lustig. Okay, ja, wir haben auch kein Heli mehr. Kannst du einen Hinterhalt legen? Alter, was ist mit dir gerade passiert? Bist du da runtergefallen? Ja, das Seil hat nicht bis ganz runter gereicht, habe ich mich fallen lassen. Konnte noch gerade so einen Fallschirm ziehen. So, wir brauchen. Wenn das ein Truck ist, könnten wir vielleicht auch wieder mit dem Helikopter, ne? Ja, deswegen, aber wir haben jetzt keinen mehr. Ich weiß nicht, wo der auf einmal abgeblieben ist, Herr Pilot. Das weiß ich auch nicht. Herr Pilot! Dann müssten wir zu einem Helipad wieder zurück. Ja, bitte. Nein, nicht markieren. So. Na, so ist das manchmal. Da musst du erst wieder reinkommen in die Steuerung. Das ist nicht so einfach. Weder wird unsere Gier noch ihre Unmoral noch ihre Verdorbenheit je wieder Schmerz zufügen. Danke, dass du Bug Cry 5 spielst. Vielen Dank für diesen super Bug Patch. Manche Bugs sind ja echt lustig, aber manche nicht. Also Funny Bugs sind okay, ja. Aber das war nicht so lustig. Kaufen, verkaufen, kaufen. So. Helikopter. Einen Bewaffneten bitte. Hup, schrapp, schrapp. Mit Raketen. Mit Raketen. Wo sehe ich das nochmal? Ich weiß, welche. Das meine einen hat auf jeden Fall Raketen und so. Der von der Tante müsste auch einen haben, dieser Pinke. Der müsste auch Raketen haben. Kombat MH. Der ganz unten, glaube ich. Ja, der hat Raketen. Fahren. Ja. So. Das ist aber nicht der von der Tante. Nee.
das ist cool. So, Vamonos. So, holen wir uns mal den Konvoi runter. Siehst du das? Ich sehe das. Er steht auf der Landstraße. 1000 Meter. Er fährt da, ne, denke ich mal. Ne, er steht. Also auf der Karte ist er stehend angezeigt. Okay. Alter, schwappelt alles rum wieder. Ist da ein Tunnel? Da müssen wir durchfliegen, ne? Bleibt uns nichts anderes übrig. Ja, natürlich. Er kommt doch raus, ne? Kannst du nicht reinschießen? Kannst du oben drüber fliegen? Warte. So, ja, muss da hier volle Action. Schön mit den Rotoren am Tunnel lang schleifen. Ach, wir müssen erstmal die Straße erreichen und hier sollen wir den dann überfallen. Also ach, wir können auch Haftbomben und so hinlegen. Willst du das machen, Haftbomben? Ja. Gut, dann steig mal aus. Ich geh wieder hoch. Von wo kommt der? Keine Ahnung. Der kommt von hier. Annäherungsmine. Falls was schief geht mit den Annäherungsminen, dann bombe ich mir einen Heli hinterher. Kommt er schon. Versteck dich. Da kommt ein Auto. Nein. Ah, das explodiert nicht. Ja, okay. Und das Auto rast voll in die Reihen. Herzlich willkommen zurück zu Bug Cry 5. Ja, natürlich hat der alles geschluckt. Weg. Alter, hier explodiert alles. Ja, ich habe geschossen. Weil das Auto vorne hat alle Haftbomben da ausgelöst. Alles sauber. Weedy wird sich freuen. Die Leute, die seine Musik nicht mögen, vermutlich eher nicht. Vielleicht können wir ja doch noch an der Sache mit dem Vertrauen arbeiten. Ich habe an der Wolfstand noch mehr für dich zu tun, wenn du willst. Könnte das Feuer mal langsam ausgehen hier? Funkstille abgeschlossen. Gleich kommt Bruder Jakob. Und will uns töten. Du hast einen von deren Ultraschallködern zerstört. Damit locken sie die Wölfe an, damit sie einfangen können. Vielleicht kannst du dich... Was? Hätte sie das nicht mal zu Ende reden können? Only you. Es geht los. Ja, ich habe gerade eine Mitteilung gekriegt von ihm. Ich nicht. Jakob sieht nach dir oder irgendwas stand da eben. Only you. Auf geht's! Den Bruder töten, den Bruder Jakob. Muss er bestimmt wieder durch dieses Areal durchlaufen, das ja, war's. Natürlich! Durch genau das gleiche nochmal. Und am Ende ist bestimmt sein Bunker dann. Na, erstmal redet er mit uns wieder durch Gitter. Das kann er auch ganz gut. Ja, oh, da liegt die Spieluhr. Ah, schade. Keine Sorge, du kommst noch früh genug hier raus. Hast du gedacht, du wärst frei? Naja, dein kleiner Freund. Der hat so viel durchgemacht. Für gar nichts. Das ist okay. Ich sagte doch, du bist nicht der Held hier. Du bist das Werkzeug. Jetzt kennst du deine Bestimmung. Du kanntest sie von Anfang an. Und auf in diesen wunderschönen Parcours, den ich so vermisst habe. Zweieinhalb Wochen habe ich mir gedacht, Mensch, den Parcours jetzt nochmal abschließen, das wäre es jetzt. Das wäre richtig nice. Da hätte ich Spaß dran, hätte ich da. Gut, zünd die Herde aus. Wo bist du? Ich bin die Herde aus Köln. Ich sehe die nicht mehr.
Keult die Schwachen! Finde dein Opfer! Von wo? So, das war's mal wieder. Weißt du, was ist, was ich gerade denke? Was denn? Wir haben gerade unseren eigenen Bunker auseinandergenommen. Von der Raumaufteilung. Oder? Can make this world seem right. Only you can make the darkness bright. Only you. Hey, nur du konntest ihm so nahe kommen. Nur du konntest sein Vertrauen gewinnen. Von Anfang an warst es immer nur du. Gute Arbeit. Geschafft. Prüfung bestanden. Du hast dein Opfer gebracht. Aber jetzt bist du allein. Und du bist schwach. Wir wissen, was mit den Schwachen passiert. Sie werden gekeult. Ich pflege die Herde. Ich dünne sie aus. Ich bin da draußen und warte auf dich. Eli! Nein! Tatsächlich. Was hast du getan? Du hast ihn umgebracht. Warte! Verdammte Stück Scheiße! Witty! Wer hat dir vertraut? Witty! Ich hab dir vertraut! Warte! Witty, das war Jacob. Der Rar, dieser Fuchs. Hör mir zu. Das war Jacob. Das hatten wir schon mal. Ronnie, Parker. So macht er das doch. Und wir haben ihn reingelassen. Du findest diesen Drecksack. Du findest Jacob. Und du tötest ihn. Wieso muss ich das alleine machen? Wir machen zusammen, Rabe. Wenn ich dich das nächste Mal sehe, Gott helfe mir, töte ich dich selbst. Gott, dann stehst du noch. Und die sagen immer, du musst, aber die sitzen den ganzen Tag nur in dem Bunker hier. Ja, natürlich. Für die auch machen. Das fiel mir jetzt eben gerade auf, weil der Raumaufteilung, weißt, das ist genauso wie der Bunker-Ding. Aber erst am Ende, wir haben da nichts zum Hochklettern, naja, und so das, die ganzen Zwischendinger. Das letzte Stück da eben, ja. Ja, das ja. Wurde auch Zeit, dass du dich zeigst. Ich dachte schon, ich müsste dich holen kommen. Hab mir schon Sorgen gemacht, du wärst weich geworden. Aber du bist ein Soldat. Hä? Wieso ist jetzt alles? Wieso ist das übersprungen worden? Hast du irgendwas gedrückt? Nee. Weine nicht. Aber er hat nicht zu Ende geredet, Captain. Ich hatte ihn. Das war alles zerstört, war ich lauf mal hier hinten hin. Wenn wir nur seine White Force, dann hätte er uns allen den Ärger erspart. Ja, geil. Was ein Psychotrip hier schon wieder, das Ding hier, ey. Leck! Alter! Alles leckt! What the fuck? Was
Verreck dabei, nice. Willst du weiter Boden gehen für einen Teenager und deine Hausfrau? Whitetails sind nichts ohne Eli. Du bist nichts ohne Eli. Nicht, dass wir uns gleich wieder zu weit voneinander entfernen. Ach, wo bin ich denn hier? Die scheiß Steine überall. Ja. Du bist Fleisch. Findest du es nicht merkwürdig, dass jeder, dem du zu helfen versuchst, am Ende schlechter dran ist? Eli, Granny, du wirst vom Unsinn verfallen. Würdest du sie wirklich schützen wollen? Ein Held sein wollen? Brächtest du dich um? Das wäre für alle besser. Den Berg runtergefahren, okay. Sechs von sechs. Jo. Alles zerstört. Oh. War jetzt nicht so schwer. Nee. Das mit diesem komischen Drogentrip natürlich wieder. Muss ja so sein, ne? Töte Jacob Seed. Ja, ich sehe ihn. Kriegst du ihn? Er steht oben auf dem Berg. Das Wolf. Der Wolf zittert. Ich renne gerade dahin zum Berg. Die verschießen die ganze Zeit auf mich, ich bin gleich tot. Ja, Sniper und sowas. Das ist dieser Königspisser da oben auf dem Berg. Ja, das ist Jacob. Das ist ein schwerer Ficker. Muss immer so ein bisschen hinter den Stein in Deckung gehen. Ja, den musst du mir erstmal ein bisschen ankratzen. Was nun? Hast du ihn getötet? Was ist er tot? Muss ja. Da stand eben, du grünen Tüte Jakob sieht. Okay. So einfach. Halt war keine Absicht. Ich wollte dir einfach nur Gute verletzen, dass er nicht mehr schießen kann. Ich weiß nicht, ob er mit Gott spricht. Das ist nicht von Belang. Er hatte recht. Die Menschheit steht mal wieder vor einer Krise. Es ist nicht von Belang, was wir bauen oder erreichen. Wir finden immer einen Weg, es einzureißen. Babylon, Rom, Imperien steigen auf, Imperien fallen, Amerika. Wir sind nicht anders. Wir halten uns für unzerstörbar. Zweiter Weltkrieg. Krieg gegen den Terror. Wir haben überlebt. Aber es brachte uns nur näher an den Abgrund. Und genau da sind wir jetzt. Ganz pünktlich. Wie bestellt. Und warten auf jemanden, der uns runterschubst. Und oh Mann, hast du uns geschubst. Du hast genau getan, was er vorhergesagt hat. Und du hast es nicht mal gewusst. Du hattest keine Ahnung. Kannst du bitte mal sterben jetzt? Danke. Wir essen zeitig. Ja, geht gleich Hamburg. Und ab zum Bunker! Jawoll, ja! Wie ich mich immer auf diese Bunker freue. Die sind so innovativ. Und immer was Unterschiedliches. Oh, nee. 3.000 Dollar. Deputy, ich weiß
ob ein Danke hier wirklich angebracht ist, aber... Naja, jetzt ist Eli wenigstens nicht umsonst gestorben. Das, was passiert ist, tut mir leid. Ehrlich. Du bist nicht allein schuld an der Sache. Aber jetzt ist nicht die Zeit für Vorhaltungen oder Vorwürfe. Dieser Deputy Pratt und ein ganzer Haufen unserer Whitetails versauert in Jacobs Waffenkammer. Setz dich in Bewegung. Wir zielen auf dich. Erreiche Jakobs okay. Bunker. Gut, dass wir an einem Helipad sind. Deputy, Shopping ist sicher nicht dein Ding, aber es gibt neue Ausrüstung. Naja, neue Ausrüstung nicht für mich. Das interessiert mich Scheiß. Dann fliegen wir da mal hin zum nächsten Bunker, oder was? Das war jetzt aber auch komisch, dass er so schnell drauf geht. Ja, das war irgendwie... Ich wollte ihn einfach bloß ein bisschen ablenken, dass er nicht mehr schießen kann, dann hättest du zu ihm hin können, weißt? Es war ziemlich enttäuschend, das Finale. Wie gesagt, ich finde, die beiden Gebiete hier waren nicht so geil, die beiden letzten. Das erste war cool, aber das hier... Jetzt kommt wieder das der Bunker, der wieder voller tausende Gegner ist, weil denen auch nichts anderes immer einfällt. Die Frage ist, müssen wir jetzt Attacke machen oder können wir den auch Sneaky nehmen? Die werden alle schon Bescheid wissen. So wie bei den anderen Bunkern. Das ist mir bei Face Bunker eingefallen, dass wir den vielleicht auch hätten Sneaky machen können. Ne. Wie denn bitte? Wenn in einem Raum 10 Leute stehen. Ja, stimmt. Wie willst du das Sneaky machen? Und vor allen Dingen haben wir den ja auch mal komplett zerstört. Da bebt ja alles und explodiert ja alles. Ne? Da denkt sie Ubisoft einfach nur, umso mehr Gegner, umso besser. Ich guck mal, ob da draußen irgendwas ist. Kannst auch schon mal mit Raketen reinschießen da vorne. Meinst du? Ist scheißegal dann. Das Ding hat aber keine Raketen, ne? Nur Maschinengewehr. Noch kann ich nichts erkennen. Diese Waffenkammer ist eine verdammte Festung. Verdammte Festung. Ja, 50.000 Gegner drin. Nice. Da rein. Kannst du was botten? Nee. Sie werden auf dich vorbereitet sein, siehst du. Ich versuche mal rauszufinden, wo sie Pratt gefangen halten. In der Zwischenzeit ist Vorsicht angesagt, Deputy. Da unten ist jetzt nichts zu sehen. Doch, da. Die Sniper schießen schon auf uns. Rechts oben ist irgendwo so ein Wachturm. Aber das kann nicht drin. Was ist denn hinter uns auch noch? Der Sniper ist auch schon mal down. Irgendwas ist da noch. Der Scharfschütze schießt von hinter uns. Na, dann landen wir jetzt hier. Rein da in den Schuppen. Moin. Alter. Wenn ihr diese Worte hört, hat der Kollaps begonnen. Das nächste Kapitel in eurem Leben beginnt jetzt. Ihr wurde für einen sehr besonderen Zweck auserkoren. Einen sehr wichtigen. Hast du schon aufgemacht? Ich dachte, du bist direkt drin. Ich hab noch geplündert. Guten Morgen, Leute. Wir kommen mal wieder, um mir die ganze Zeit alles explodieren zu lassen und euch alle zu töten und die Schwerenficker und dies und das. Und dann retten wir noch diesen Deputy-Typen. Für den müssen wir dann wieder irgendwas hacken wahrscheinlich. Wir haben schon richtig Bock. Okay, ich glaube, ich hab's. Den Kontrollraum erreichen, das hatten wir auch noch nie. Ich glaube, das Ding ist verbuggt, hier gibt es keine Gegner. Oder sind sie ja die ersten? Guck mal, da können wir Sneaky machen. Nicht den linken, nur den rechten. Sind das Gegner? Ja. Theke hier direkt, oder? Geht das?
Ja. Oh Scheiße. Ich hab den anderen jetzt, nimm den anderen. Hier ist noch Loot. Plündern voll. Auch voll. Ich schleiche noch mal ein bisschen rum. Ach, hier ist ein Vetter, siehst du? Mal weg damit. Kommt man hier durch die Tür? Ich nehme den Fetten. Den Fetten. Du bist schon da hinten, what the fuck? Ja, ich bin ja durch die Tür dazu gegangen. Guck, wie schick das hier aussieht. Amen. Was für eine schick, ne? So eine Sektenscheiße, ne? Da kannst du viel begeistern. Irgendwas hat er gerade gespottet, aber ich weiß nicht wo. Ich bin toll rum. Drücke die, entsperre die Druckluftschleuse. Was? Ist das Schlimmste, was man jemals sein kann? Wieso sind die alle gespottet eigentlich? Genau da, wo wir jetzt hin müssen, ist alles voll, Alter, denn das ist voll. Wieso sind die alle gespottet überhaupt? Weil ich das Zeug genommen habe. Ach so, nice. Da vorne ist ein Vetter. Guck mal, keine Alarmbereitschaft, ne? Ja. Warte mal. Vorsicht. Ja. Die stehen sich gerade gegenüber. Du links, ich rechts. Ja, ja. Gut. Ja. Go. Er sieht mich. Ich muss den Fetten verkloppen. Ich verprügel ihn einfach die ganze Zeit. Alter. Hat nicht geklappt, oder was? Nee. Der Linke, den du hättest machen sollen, der hat sich umgedreht, hat mich gesehen direkt. Ich hatte den Linken gemacht. Ja, ich weiß, aber er hat mich gesehen. Ach so. Mache den Sünder fertig, Mama. Wieso habe ich mich nicht immer plündern voll? Das nervt mich. Ich will doch was plündern. Kann ich trotzdem nicht. Ich habe gerade nochmal Dynamit hergestellt. Aber... Spotte nochmal. Ja. Hier ist ein Königspisser. Den hole ich mir. Er kommt zurück. Vorsicht. So. Den habe ich. War das hier drin? Nix. Ist hier drin? Nix. Ist das Spotting-Zeug noch genommen? Ja, läuft noch. So, da ist der Deputy. Nee, ich bin nur eine Puppe. Tut mir leid. Hier ist Wasserragel auf dem Boden. Mach keinen Strom an, bitte. Ich glaube, er wurde ordentlich gekeult. Vielleicht ja wirklich. Wir stehen mit dem Wasser. Ja. Jetzt machst du einen auf Rambo. Nicht stark. Und jetzt? Sind sie schwach. Und die Schwachen werden gekeult. Genau. Lasst uns keulen! Klar. Ja, noch mehr Wasser. Nice, danke schön. Der Beauty. Sind wir gleich geflutet oder was?
Jo, ich glaub schon. Ich nehme mal das Zeug. Du oder ich? Ich hab's genommen. Und komme. Ich brenne. Es ist ja auch noch Feuer und Wasser und alles drum und dran hier. Alle Elemente verbunden miteinander. Flammenwerferficker habe ich gekeult. Ach, der hat mich geschossen oder was? Ganz halt. Weiß nicht. Ich habe keine Waffe mehr. Ich bin falsch, glaube ich. Du musst hoch. Er ist hochgemast. Ja, genau da. Und dann hier rechts. Kommt schon wieder Feuer aus den Wänden. Das kennen wir auch noch nicht. Das ist auch was ganz Neues. Ja. Das ist das Gute, wenn so viel Abwechslung in den Dingen ist. Da ist ein Vetter. Natürlich kommen hier wieder 5 Millionen Leute. Komm mal durch, ich muss da durch. Und sterb ich. Wir müssen eh hier weiter. Ach gut. Nicht stehen bleiben! Hoch, ne? Ja, ich hatte nur mal das Zeug genommen jetzt. Was auf dem Dach war, die Zeit. Sichere Entfernung erreichen. Jetzt explodiert das. Oh, was Neues! Cool, das gab's ja auch noch gar nicht bei gar keinem Bunker. Ja. Nietzsche. Bist du gerade auch so enttäuscht wie ich irgendwie von mir im Finale hier? Ja, so ein bisschen. What the fuck? Ich freue mich jetzt gerade, dass wir es geschafft haben, weil ich es gar nicht geil fand. Wenn man das vielleicht vorher noch nicht gesehen hat, dann ist es vielleicht cool, aber wenn man das schon zweimal in einem anderen Level gemacht hat sozusagen, aber in einem anderen Gebiet, dann ist das nicht mehr so geil. Ja. Schade, schade, aber cool. Mit dem endgültigen Finale können sie ja die Kohle nochmal aus dem Feuer holen, aber... Das endgültige Finale wird wahrscheinlich einfach nur ein Bunker sein. Ja, wahrscheinlich. Ein ellenlanger Bunker, den du eine Stunde brauchst, überall kommt Feuer aus den Wänden. Tausende Gegner. Ein bisschen Wasser, ein bisschen Strom. Schade. Auf eigene Weise zu den Whitetails gefunden. Aber der Auslöser war immer ein Verlust. Du bist fett. Familie. Freunde. Eli hat uns etwas davon zurückgegeben. Er hat uns gezeigt, dass wir uns nur aufeinander verlassen können. Er war mein Freund. Und ich werde ihn vermissen. Du bist nicht schuld. Eli weiß das. Eli dachte, wenn wir nur durchhalten und abwarten, würde Edens Geld wieder verschwinden. Doch die gehen nicht. Fuck, schön wär's. Krebs geht nicht einfach weg. Er wächst, breitet sich aus. Man muss ihn rausschneiden. Ja. Diese Peggys glauben, dass das Ende der Welt bevorsteht. Für die schon.
Edens Geld endet heute! Wir hören nicht auf, bis nicht der letzte von diesen Schweinepriestern hier an diesen Bäumen hängt! Ja! 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 Ja, hooray! Ja! 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 Ach, jetzt heult er schon. Oh Gott! Ein weiteres Siegel wird geöffnet. Meine Familie, meine Brüder, meine Schwester, sie sind mir genommen worden! Von einer Schlange! Ja. Hier die Schnatter wieder hochziehen. Doch, sag falsch. Ich war blind. Du nahmst meine Familie, mit ich deine bekomme. Also begrüße ich sie mit offenen Armen. So wie ich dich willkommen heiße. Wir erwarten dich dort, wo alles begann. Okay, ich würde sagen, wir haben uns gerade zum Kaffee eingeladen. Kaffee und Kuchen. Ja, ein bisschen Torte und Schnaps, würde ich sagen. Geil. Ja, mal gucken. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das Finale leider auch nicht so geil wird, aber mal gucken. Vielleicht irre ich mich ja und das wird mega geil. Wenn das Finale jetzt richtig Hammer wird, ist okay. Dann ist okay, ja. Dann sage ich okay, war ein durchschnittlich gutes Fahrrad. Wieso höre ich den Bastard jetzt noch? Weil er im Fernsehen läuft. Ah. Oder im Radio. Schon wieder Ladebildschirm, was ist jetzt hier los? Ja! Kriegsopfer. In 27 Metern haben wir irgendeine Mission. Ja, das ist 24 Meter auch nochmal. Und wie kommen wir jetzt zu ihm hier? Hä? Wie kommen wir jetzt zu dem Joseph? Das Anwesen? Kommen wir da jetzt einfach hin, oder wann? Weiß nicht. Josephs Anwesen, kannst du sogar Schnellreise machen. Warte mal. Ah, jetzt. Wo alles begann, ja. Story-Mission. Erreiche das Anwesen des Vaters. Ja, gut. In dieser langen, etwas längeren Folge heute haben wir dann Bruder Jakob einfach mal so getötet. Ganz easy peasy. Seinen komischen Bunker da wieder hochgehen lassen, wie immer. Ja. Haben wir einiges geschafft. Dann können wir in der nächsten Folge schon zum Finale übergehen, oder was? Ich sag mal, es ist noch ein Bunker übrig. Es ist noch ein Bunker übrig und den holen wir uns in der nächsten Folge und dann über den nächsten Mal gucken, wie schnell wir sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen zur nächsten Folge. Vielen Dank, Spargel. Hat es dir Spaß gemacht? Natürlich. Ja, natürlich. Macht immer Spaß. Sicherlich. Gut, dann bis morgen. Ciao, ciao. Tschüss. Ja, du bist schwach, du bist gekeult.